Ich bin die Duni. Mein Name ist Mia, ich moderiere den Mittwoch. Ja, hallöchen, da bin ich mal wieder. Ich bin die Jen. Hallo, ihr lieben Nosy Rosies, es ist wieder Donnerstag. Und ich bin Mine. Ich bin Jan, hi. Hey. Hallo, liebe Nosy Rosies, heute ist Dienstag. Ich bin die Nies. Und ich bin die Sarah. Ich bin die Hanna, poste für euch normalerweise immer Samstag. Hallo, meine lieben Nosy Rosies, es ist Mittwoch. Zu unserem dieswöchigen Thema zu sagen. Unser Thema diese Woche, regionale Beratungszentren. Gut, wir haben ja themenfrei. Mein Thema ist heute Fremdgehen. Jawohl. Und in diesem Heft Schwul in Freiburg heißt das, werdet ihr nächsten Monat einen Artikel über The Nosy Rosies finden. Heute ist In Love in Innsbruck. Es ist wieder In Love. Es ist toll. Wir haben uns wieder getroffen. Wenn es euch immer scheiße geht oder alles, immer dran denken, das Leben ist schön. Es ist das schön. Das Leben ist schön. Weil du immer für mich da bist, wenn es mir dreckig geht. Und ich berichte heute live für euch vom 16. Wahlverkehr in Freiburg im E-Werk. Für das, was man ist, gehasst, als für das, was man nicht ist, geliebt zu werden. Hallo! Mega passiert wieder Babypopo. Hallo, meine lieben Nosy Rosies. Ja, servus, alle zusammen. You are one in a million. Ja, genau du. Zu allen von euch. Ich habe heute wieder ganz spannende Themen für euch. Super, ich freue mich. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Es ist für mich ganz normal. Ich möchte euch irgendwie Mut machen. Ihr sollt an euch glauben. Ihr sollt euch nicht verstecken, damit ihr andere Leute glücklich macht. Super, ich freue mich. Because love is love. Ja, ich war 2 Jahre alt und der Nikolaus war zu Besuch. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Wie Sven ja schon angekündigt hat. Napoleon, Napoleon, was macht denn deine Frau? Sie kämmt sich nicht, sie wäscht sich nicht, sie ist eine alte Sau. Ich meine, das sind wir doch alle dabei. Santa honey, so hurry down the chimney tonight. Ich hab gedacht, wir singen einfach dem Sven kurz Happy Birthday und wünschen ihm dann. Wir backen heute Kekse, also ich und Ich bin's wieder. Ich bin die Hanna. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin noch 23 Jahre alt. Komme aus Freiburg im Breisgau. Komme aus Freiburg im Breisgau. Das ist in Baden-Württemberg. Ganz im Süden Deutschlands. Und bin bisexuell. Bin bisexuell und von Beruf Erzieherin. Ich bin Erzieherin, höre gerne Reggae-Musik. Hanna. Und ich lache sehr gern. Man nennt mich auch die Kichererbse. Auf geht's, komm. The Nosy Rosie. Yes, sir. Hi, du bist mir noch deinen Namen schuldig. Mein Name ist Mia und ich befinde mich gerade auf dem Weg. Jeden Tag eine gute Tat. Mia bei den Nosy Rosies. Oh Gott, angenommen, es gäbe Tablette, die euch heterosexuell macht. Aber es geht alles nach Gefühl. Nelken und Zimtpulver. Oder bi- bzw. homosexuell. Würdet ihr sie nehmen? Nein. Wir verwenden nämlich keine Backmischung, Butter im Topf und dazu kommen 200 Gramm Honig. Ich würde mich freuen, also Denise, wenn du das siehst. I want you for the video. Das ist der Dennis. Und das ist Sascha. Ja, fein! Wir sind heute nicht in der Waldorf, sondern in einer Walddorfschule.
super. Es gibt ja Dienstag, Valentinstag. Boah, ist das heftig. Wirklich. Und wie ihr seht, sitzen wir im Dunkeln. Hi. Du hast den Dreck. Wo? Da. Hier ist Stromausfall. Im Block. Ich bin gerade am Träumen gewesen, nochmal. Jetzt ist es weg. Das hätte mich jetzt beim Arbeiten gestört. Denise ist eitel. Boah, sie sieht voll fett aus. Muss man dazu sagen. Ja, das ist so schlimm. Okay, wir sind Frau. Ja, da möchte ich darüber sprechen, dass ja immer noch viele Leute sagen, ist das schwul, wenn sie irgendwas doof finden? Oder ist das gay? Oder und das ist ja doch auch eine Form der Diskriminierung. Heute aus dem Puls in Düsseldorf. Das ist die Annika Hoffmann, die ihr vielleicht schon kennt oder auch nicht. Einen Link packe ich auf jeden Fall hier unten rein. Hallo ihr lieben Nosy Rosies. Ich bin der Sven, das ist der Martin. Also hallo, ich bin die Kati und ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Sabrina, ich bin auch 27 Jahre alt und wir sind zusammen New Less. Das ist Chrissy. Genau, ich bin Chrissy. Weil du wie eine Zwillingsschwester bist, die mich versteht. Weil du immer zu mir stehst, auch wenn der Wind sich dreht. Eigentlich kennt man mich eher aus dem YouTube-Kanal Babsler TV. Heute nicht. Hallo Leute, ich heiße Noah, bin bald 19 Jahre alt und ich wurde von Sarah ausgewählt, zum Thema Transsexualität ein paar Fragen zu beantworten, weil ich selbst trans bin. Nosy Rosy ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Personen hier auf YouTube, die eben nicht heterosexuell sind. Ich gucke so Nosy Rosy, weil es mich vom ersten Video angefangen genommen hat. Ich habe vielen tollen Tipps und Ratschlägen, weil ich einfach damit nicht mehr so allein fühle. Das hilft einfach. Das sehr hilfreich ist und mir auch bei meinem Outing geholfen hat. Weil ich das Projekt super finde und es sehr vielen Frauen, vielleicht auch Männern hilft, ja, beim Outing oder bei anderen Fragen.